Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Nicht lange ist es her, da haben wir das letzte Video in diesem wunderschönen BMW F10er 530er, glaube ich, oder 525er, 525D, I'm sorry. Ja, wir haben im letzten Video die elektronische Parkbremse zurückgefahren und so weiter. Da habe ich euch gezeigt, wie das Doptan-Diagnosegerät funktioniert, Doptan Phoenix Plus. Und jetzt werden wir mit euch ein bisschen nachforschen. Also ich bin mal gespannt. Die Geschichte zu diesem Fahrzeug ist, die Einheit, was da oben ist, auch Bedienung von Schiebedach und so weiter, die war kaputt. Keine Ahnung, da hat irgendeiner versucht, irgendwie umzulöten. Da hat es angefangen zu stinken, da hat es rausgerissen, weggeschmissen. Ja. Und jetzt hat er sich vom anderen Fahrzeug die Einheit gekauft. Da besteht aber das Problem, dass diese Einheit kein Mikrofon hat. Kein Mikrofon für die Freisprecheinrichtung, und das Fahrzeug hat eine Freisprecheinrichtung. Dann hat er noch das Problem, schaut mal, wir haben das Schiebedach. Ich will das öffnen. Okay. Ah, Schiebedach funktioniert gar nicht. Also, ich drücke hier rum. Sergej, ich habe dein Schiebedach, habe ich noch nicht ausprobiert gehabt hier, aber warum tut er nicht? Aber Schienidio. Jetzt, also da besteht das Problem, danke, das klären wir jetzt. Da besteht das Problem, schaut mal, wenn man es ausbaut, Stecker raussteckt, dann funktioniert das kurzzeitig. Und wenn man einmal betätigt hat, dann funktioniert es nicht. Also, jetzt schauen wir mal, ob wir mit euch dieses Problem klären können, auch wenn es jetzt vom anderen Fahrzeug ist. Wir haben das Ganze mit dem Fahrzeug verbunden, waren auf der lokalen Diagnose, automatische Suche und so weiter. Und dann müssen wir mit euch mal schauen. Also Sonderfunktion, könnte auch sein, dass es in den Sonderfunktionen ist. Das ist bestimmt Karosserie. Schiebedach normieren, schaut mal. Da steht es drauf. Mal sehen, ob der das normiert, wenn auch ein Fehler gespeichert ist. Vielleicht wäre das viel zu einfach, dass es so funktioniert. Normierung aktiv, Normierung wurde gestartet, Status Normierung, Fehler, Abbruch. Normierung des Schiebedachs nicht erfolgreich. Normierung wird wiederholt, das kann ca. 30 Sekunden dauern. Vorbereitung, Geber ins Fahrzeug legen, Motorhaube, Heckklappe schließen, Betriebsspannung über 12 Volt, Motor starten, Fahrzeugtüre schließen. Der Fahrzeugzustand darf während der Normierung nicht verändert werden. Normierung starten mit weiter. Ist aktiviert. Funktioniert aber gerade nicht. Vielleicht, weil da der Fehler gespeichert ist. Das können wir auf jeden Fall gleich schauen. Also, gehen wir mal das komplette System durch, Smart Scan, und dann löschen wir erstmal die ganzen Fehler. Also im Mostbus, wenn es euch was sagt, ist das Multimedia über die Lichtwellenleiter, aber ich weiß nicht, ob das bei diesem Fahrzeug auch Most ist, zwar eigentlich bei älteren Fahrzeugen, aber könnte auch sein, dass es bei diesem ist, ja. Wann war das? 2012er, glaube ich, Audi war das, oder 2008er. Schreibt mir mal als Kommentar, ob ihr noch wisst, bei welchen Fahrzeugen Mostbus verbaut worden ist. Also hier steht Most, also denke ich mal Mostbus, weil Telefon läuft normalerweise über Lichtwellenleiter. Weil das Schöne ist am Mostbus, dass es zum Beispiel sauber die Klänge überträgt. Die Übertragung ist einfach viel schneller. Das ist ja Licht, ne? Aber das Problem ist, man findet den Fehler nicht immer gleich, weil normalerweise hat man so ein Zwischenmodul, wo man zwischenstecken muss in einzelnen Systemen, und dann sieht man zum Beispiel, ob das System dann funktioniert oder nicht. Weil es gibt, bei manchen Fahrzeugen gab es Mostbus-Systeme, dass wenn etwas nicht funktioniert hat, egal, nur eine Sache, irgendein kleines Bauteil, sagen wir mal das Telefon, dann hat die komplette Multimedia gespackt gehabt. Also, Helligkeit, Umgebung, was haben wir hier auch noch, ABS, Bremse mechanisch
Feststellen nicht möglich. Okay, das war da, wo es die Parkbremse zurückgefahren worden ist und so weiter. Ungültige Sender und Klimaanlage, Klimakompressor. Also, wir tun mit euch mal die kompletten Codes löschen. Mal sehen, was als permanenter Fehler bleibt und was nicht. Wir müssen kurz warten mit euch. Da kann man auch oben die Begriffe sehen. Normal heißt grün, anormal, also mit Fehler, heißt rot. Blau, haben wir hier blau. Blau wäre scannen, not scanned und not equipped. Das heißt, wenn es grau hinterlegt wäre, dann würde das Fahrzeug das Steuergerät gar nicht haben. Aber da ist das Schöne. Das Fahrzeug ist fast voll. Außer hat keine Freisprecheinrichtung. Aha. Sieht so aus, als ob wir erstmal keine, wie sagt man da, keine permanenten Fehler haben. Vielleicht klappt es jetzt mit der Normierung. Normierung durchführen. Bitte, bitte, bitte. Nee. Da müssen wir weitersuchen. Obwohl der Fehler oder die Fehler gelöscht worden sind, kommen wir da trotzdem nicht rein. Servicefunktion beenden. Gucken wir mal, ob wir hier noch etwas haben. Ruhestromüberwachung bringt uns nicht viel. Schiebedachnormierung haben wir gerade eben durchführen wollen. Dann gehen wir mal am besten auch Systemlist. Wo kann es sein? Kombi-Instrument ist es nicht. Zentralsteuergerät, Einparkhilfe, zentrale Information, Klimaanlage, Rundumsichtkamera. Gucken wir mal im zentralen Gateway, was da drin steht. Das Video wird ein bisschen länger sein, weil wir mit euch ein bisschen Fehlersuche machen im Bereich vom Schiebedach. Sagt uns in der Betätigungstest. Nein, zentrale Elektrik ist es auch nicht drin. Das ist normalerweise im Komfort drin. Integriertes Management, Verstärker, Steuergerät, Einparkhilfe, zusätzliche aufblasbare. Nee, haben wir auch nicht. Funktionszentrum Dach. Damit müssen wir mal gucken, ob da ein Fehler gespeichert ist. Okay. Kein Fehler gespeichert. Schiebeblende. Reset Steuergerät. Das könnten wir mal ausprobieren. Durchgeführt. Wurde durchgeführt. Also, was können wir hier noch machen? DWA entschärfen. Ansteuerung DWA. Ansteuerung ist fehlgeschlagen. Lese Make-up-Beleuchtung, das bringt uns nichts. Gehen wir mal aufs nächste. Zentrale Elektronik,
Check, check, check. Klimaanlage. Funktionszentrum Dach. Kamerabasierende Fahrassistent. Da ist nicht. Karosserie, aber. Welches Steuergerät gehen wir da rein? Jetzt. Schaut mal, wir haben das Steuergerät resettet. Habt ihr es gesehen? Merkt euch in dem Video, wie wir das Steuergerät resettet haben. Das war in der Funktion Dach. Davor wollte er gar nichts tun, ne? Normierung abgeschlossen. Erfolgreich, ohne Fehler abgeschlossen. Fortfahren. Jetzt sag mir bitte, dass es sich bewegen lässt. Funktion beenden. Ja. Fortfahren. Ich liebe diese Erfolgserlebnisse. Und jetzt machen wir mal zu. Ich schalte die Zündung aus. Leute, so kurz. In der kurzen Zeit. Ja, man muss halt logisch vorgehen, was kann man durchführen, was kann man machen, dass der Fehler weggeht. Oder dass es überhaupt funktioniert. So, Zündung war aus. Wir können hier komplett zurückgehen. Ich mag diese Erfolgserlebnisse. Aber jetzt wart ihr live dabei. Ne? Ich habe euch nicht umgeschaltet, ich habe nichts gemacht, nichts gekürzt, damit ihr auch seht, dass es funktioniert. Wartet. Schaut mal, mal sehen, ob der sich ein bisschen freut. Zündung starten. Und jetzt haben wir das gleiche Spiel nochmal. Das ist das Problem. Einmal funktioniert's und danach funktioniert's wieder nicht. Also müssen wir wahrscheinlich auch kodieren. Ich habe mich zu früh gefreut. Was wir tun, ist auf jeden Fall nochmal das Steuergerät resetten. Und dann kodieren wir, dass der keine Freisprecheinrichtung hat. Weil das kann dann genauso sein, dass er danach abschaltet und sagt, nee, hey, das gehört ja gar nicht zu mir. Also dauert ein bisschen länger, aber wir kriegen das auf jeden Fall mit euch hin. Wir machen wieder das Gleiche. Dann müsst ihr es wieder normieren. Automatische Suche. Nächster Schritt. Und ich habe mich gefreut. Kennt ihr das Gefühl, man freut sich? Man sagt ja immer, freu dich nicht zu früh, Junge. Ne? Es kann sein, dass es dann doch nicht zu 100% funktioniert. Ja, ist halt so. Das ist halt Elektrik. Das sind Steuergeräte. Das sind viele verschiedene Dinge. So. Damit unser Akku nicht leer geht, Batterie, starte ich mal wieder den Motor. Wir gehen wieder auf Systemlist. Und was haben wir mit euch gesagt? Das war das Dach. Ne? Dachmodul, Feldstellbremse, da. Funktionszentrum Dach. Auf Bestätigen, also fortfahren. Betätigungstest. Entschärfen haben wir ja schon. Reset Steuergerät. Also, Steuergerät wird durchgeführt. Resette dich, mein Freund. Geh mal auf Zurück. DWA entschärfen. Okay, fehlgeschlagen. Aber ich mache jetzt das Gleiche, wie wir es auch davor gemacht haben. Dann gehen wir Sonderfunktion. Karosserie, Schiebedach normieren. Mal sehen, ob der es jetzt macht.
Ja, der macht es wieder. Also nachdem wir das Steuergerät resettet haben, macht er das ganze Spiel. Das ist schon mal gut. Da wissen wir ganz genau, wenn es beim nächsten Fahrzeug genauso ist, was wir da durchführen müssen, was wir da tun müssen. Also wunderbar, Schiebedach geht zu. Wir können dem Kunden aber nicht immer das Diagnosegerät mitgeben, damit er bei sich das jedes Mal durchführt, sondern wir müssen natürlich die Ursache beheben, warum jetzt zum Beispiel es funktioniert, nach Zündung, Auszündung an es nicht mehr funktioniert. Also, Coding, Programming, mal sehen, Personalisierung. Wir wollen zuerst versuchen, also hier unter der Personalisierung, ob man diesem Dachzentrum sagen kann, dass es keine Freisprecheinrichtung hat. So, F10 hat er erkannt. Also ist ganz interessant, ich liebe sowas auch, wenn ich jetzt zum Beispiel Fehlersuche mache. Ist auch interessant, wenn die anderen sowas finden würden oder sowas sehen. Das ist immer so hilfreich, wenn man da auch die Lösung gefunden hat. Also, wir haben ja gesagt, wir haben das Dachsteuermodul. Wir suchen das nochmal. Funktionszentrum Dach. Funktionsauswahl. Sichern Sie Codierungsdaten für das aktuelle System. Können wir gerne machen. Sergei. Serg langt aus. Ja. Okay. Funktionsauswahl. Ja. Können Probleme auftauchen und so weiter. Immer schön lesen, was da auch drauf steht. Lautstärke des Entsperrtons. Das haben wir nicht. Geräuschverzögerung. Soundoption beim Sperren und Entsperren. Sound. Das ist alles nur, was Sound angeht. Okay, ist nicht schön. Expertenmodus, das wäre dann so wie die Pinselfunktion. Da müsste man wahrscheinlich selber den Code eintragen, ja, wie ich es mir auch schon gedacht habe. Das will ich nicht machen. Also wir haben ja auch super Codierungsfunktionen und so weiter. So. Nachrüstung brauchen wir nicht, ne, Codierung. Mal sehen, ob der das vielleicht auch sauber codiert bekommt, dass der ausliest, was der überhaupt hat. Oder dass das System codiert werden muss. Weiß ja nicht, ob hier im Dachinstrument auch dieses Steuergerät sitzt. Es kann sein, dass es mit dem Steuergerät ausgetauscht worden ist. Wenn es mit dem Steuergerät ausgetauscht worden ist, dann muss es ja zu dem Fahrzeug kodiert werden. Ist auch logisch. Also würde auch dazu passen. So, dann gehen wir mal wieder. Funktionszentrum Dach. Kodierung dauert lange, das ist aber für uns kein Problem. Sollen die Integrationsstufen der erforderlichen verschlüsselten Daten manuell ausgewählt werden? Eigentlich nicht, nein. Codierung läuft. So. Was meint ihr? Mach mal Pause. Kriegen wir das mit euch hin oder nicht? Bitte als Kommentar schreiben und erst dann weiterschauen. Umschlüsselung ist schon abgeschlossen. Mal sehen. Schiebedach funktioniert, ne? Aktuell funktioniert. Mach mal den Motor aus. Hier machen wir eine kurze Pause, eine Raucherpause, und innerhalb von Sekunden geht's bei euch weiter. Raucherpause vorbei, wir gehen ins Fahrzeug
und hoffen, dass es funktioniert hat. Mal sehen. Wenn nicht, dann wird das Video noch ein bisschen länger sein. Und das seht ihr anhand von... Ba 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 ba. Hey. Okay. Es funktioniert. Meine Freunde, es funktioniert. Schaut mal. Ich gehe komplett raus. Was zeigt hier noch als Fehler an? Stellgerät ist nicht für das Fahrzeug kodiert. Das war damals, wo es dekodiert war. Okay. Smart Scan. Choose to scan. Geh mal hier drauf. Eingeben. Fortfahren. Fehlerspeicher löschen. Fehlercodes lesen. Keine Fehler gespeichert. Zündung aus. 10 Sekunden warten. Laden wir 10 Sekunden lang. Tür zu. Zündung starten, also Zündung anmachen. Funktioniert. Wir können auch mal den Motor starten. Legen das auf die Seite. Schalten es aus. Mal sehen, ob die Komfortfunktion funktioniert. Also wir schließen mal das Auto. Wir öffnen mal das Auto. Drücken mal lange drauf. Ich weiß nicht, ob der es kodiert hat. Wenn nicht, dann zeige ich euch mal im anderen Video, wie man zum Beispiel kodieren kann, dass das Schiebedach auch aufgeht. Aber ja, es geht auf. Wunderbar, steigen wir mal aus. Und freuen wir uns, dass es funktioniert hat. Dann können wir dem Sergej sagen, Sergej, kommst du bitte. Sergej! Sergej, kommen Sie mal bitte. Kommen Sie mal bitte. Mal sehen, ob das ein Vorführeffekt war. Gleich, gleich, gleich. Kommen Sie, zu machen. Gerade eben hat es noch funktioniert alles. Warte. Hat gerade eben funktioniert. Jetzt gucken wir gleich. Ich bin zu weit weg vom Auto gegangen. Scheiße. Alter, es hat zigmal funktioniert. Okay, dann machen wir die Fehlersuche weiter. Oder ich starte mal die Zündung, ob es dann geht. Gerade eben hat alles einwandfrei funktioniert. Das gibt's doch nicht. Bis jetzt. Ah, wir müssen es nochmal normieren. Ne, funktioniert. Seht ihr? Ha, der Akku war wahrscheinlich zu schwach. Okay. Nee, da war ich selber schuld. Also Sergej, es funktioniert. Sei ein Biest, das geht jetzt, Mann, das geht. Probieren Sie selber aus, bitte. Vielleicht hier Schlüssel, damit ihr auch seht, dass es funktioniert. Jetzt, ja, vielleicht mit dem Schlüssel, nee, ja, kannst du länger draufbleiben. Da müssen wir das Schiebedach, aber wenn die Zündung angeht, nicht, dass irgendwas mit deinem Akku nicht stimmt. Aber, nee, geht. Schiebedach geht auf. Und jetzt, nicht, dass der beim Zumachen irgendeinen kleinen Fehler hat, aber wo ich mich dann reingesetzt habe,
Ah, siehst du, beim Zumachen. Mhm. Das ist komisch. Da müssen wir nochmal Fehlersuche machen. Aber wenn du Zündung anmachst, dann geht er zu. Wenn du einmal zugemacht hast, weißt du, was wir nochmal durchführen? Weil jetzt geht's, wenn du ganz, also einmal drückst, dann müsste es komplett aufgehen. Nee, nein, nicht so drücken. Nee, hast du. Nee, nicht halten, guck mal. Wenn du so einmal drauf drückst, wenn du nochmal drauf drückst, dann müsste er komplett aufgehen. Und wenn du nochmal einfach so drückst, dann geht er zu. Was wir auch machen, beobachte das mal. Beim Auf- und Zumachen, falls was, normieren wir das nochmal. Das heißt, dass er nochmal vor- und zurückfährt. Weil wir haben jetzt nochmal alles neu kodiert, alles gemacht. Funktioniert. Beim Zumachen ist es mir interessant, warum es mit dem Schlüssel nur bis zur Hälfte geht. Aber machen wir dann. Dann suchen. Dann vielleicht. Danach. Also, wir normieren nochmal das Ganze, dass es eventuell mit dem Schlüssel auch komplett zugeht, weil aufgehen tut's ja, ne, mit dem Schlüssel. Zugehen geht's nur zum Teil. Zürdele. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das Ding reinmachen. Hoppa. Jawohl. Zündung anmachen. Haben wir. Reconnect. Gehen hier auf zurück. Ihr seid ja jetzt auch Profis geworden mit mir, ne? Wisst ihr ganz genau, was wir durchführen müssen? Sonderfunktion, Karosserie, Schiebedach normieren. Fortfahren. Servicefunktion beendet. Personalisierungsdaten müssen wir ja nicht ändern. Jetzt war ich zu schnell. Hab gar nicht drauf geschaut. Ja. Also, wo hatten wir Schiebedach normieren? Hier. Kommunikation zum Steuergerät ist gestört. Weil wir wahrscheinlich nochmal reingehen müssen. Gehen nochmal auf dieses Steuergerät drauf. Fortfahren. Fehlercode lesen. Keine Normierung vorhanden. Klasse. Also, der Code muss gelöscht werden, weil wir nach dem Codieren mit euch die Normierung nicht durchgeführt haben, ist das Problem jetzt entstanden. Sonderfunktion, Karosserie, Schiebedach normieren, Normierung durchführen. Jetzt fährt er nochmal die Punkte ab, die er benötigt. Also, meine Freunde, immer nach dem Codieren auch normieren. Normieren, normieren, normieren. Also. Und jetzt wette ich mit euch, ich schwör's dir, um ein Diagnosegerät, um ein Toptan ATDiag 800BT, dass es jetzt funktioniert. Wenn es nicht funktionieren sollte, dann verlose ich so ein Diagnosegerät. Und wenn es funktioniert, dann verlose ich es zu Weihnachten oder so. Also, Servicefunktion beendet. Alles wunderbar. Fertig. Ja, beenden. Alles beenden. Ich weiß es, dass es funktioniert hat. Shutdown. Shutdown, Friends. Zündung ausschalten. Dongle rausnehmen, bitte nicht vergessen, weil wir haben wirklich einige Kunden, die immer wieder diesen VCI, also diesen OBD-Dongle verlieren und dann neuen bei uns nachbestellen. Wir müssen langsam schon sowas auf Lager haben, aber nee, machen wir nicht, weil das uns auch sonst Geld kosten würde und der Versand, der dauert halt 2 bis 3 Wochen. Vielleicht, wenn es noch gehäufter vorkommt, dass die Leute das verlieren, aber bei verschiedensten Diagnosegeräten, bei so einem hat einer verloren, beim Launch hat einer verloren, beim Outlet hat einer verloren und so weiter. Und alle Ersatzteile bekommt ihr ja eh bei uns. Also,
Das Auto ist zum Beispiel abgeschlossen. Und jetzt machen wir das Auto auf, drücken da lange drauf. Jetzt geht auch das Schiebedach auf. Und jetzt machen wir wieder auf zu. Fenster gehen zu. Und das Schiebedach geht gleich zu. Und komplett, meine Freunde. Komplett geht es zu. Komplett. 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 Ja. Also wahrscheinlich, weil das vom Steuergerät nicht klappt. Weil das ein anderes Bauteil ist. Aber wir werden mal die Kodierung fertig machen. Ihn stört es nicht, dass der beim ersten Mal, also die Geradeausfahrt, nochmal selber machen muss. Jetzt hat er sich selber nochmal normiert. Nicht, dass der hier einen Schuss weg hat, könnte auch sein. Aber jetzt funktioniert das Ganze. Außer halt mit dem Schlüssel. Müssen wir noch gucken, ob man das noch extra kodieren müssen. Seht ihr? Alles perfekt. Läuft alles. Und geht alles zu. Also meine Freunde, in dem Sinne, ich überlege mir noch was, weil Kodierung ist ja eigentlich schon durchgeführt worden, Normierung ist durchgeführt worden. Nicht, dass das Steuergerät etwas weg hat, aber wir können dann in der Personalisierung auch mal gucken. Aber das folgt dann im nächsten oder übernächsten Video. Bei der Personalisierung, was wir am Schlüssel alles einstellen können. Wir können auch zum Beispiel kodieren und sagen, hier Schiebedach zuerst aufgehen oder zuerst zugehen. Aber das machen wir dann in den nächsten Videos mit euch. Und wie ich euch versprochen habe, ein ATDIAC 800BT wird verlost. Was ihr dazu machen müsst, ihr müsst einmal mir auf YouTube folgen, auf jeden Fall ein Abonnent sein. Dann müsst ihr einen Daumen nach oben machen, müsst einen Kommentar hinterlassen unter diesem Video und das Video teilen. Dann als nächstes auf Instagram auch folgen. Da seht ihr alles in der Beschreibung, wie ich dort heiße. Dort einen Kommentar hinterlassen und auch teilen das Video, was dort als letztes ist. Dann müsst ihr mir auf TikTok folgen. Da auch das letzte Video teilen, liken und Kommentar hinterlassen. Und dann machen wir im Urlaub einen schönen Topf, wo wir uns die Leute rausnehmen, ne, die alle geschrieben haben und das Ganze gut befolgt haben. Machen Zettelchen draus, in eine Mütze rein, suchen denjenigen raus und schicken ihm ein nagelneues ATDIAC 800BT. Also meine Freunde, in dem Sinne, ich hoffe euch Spaß, ich hoffe euch hat Spaß gemacht. Falls ihr weitere Fragen haben solltet, einfach melden. Und so ein Diagnosegerät, was wir vorgestellt haben, das findet ihr bei mir im Onlineshop auf www.ml24.shop. Und nicht nur dort, sondern unten in der Beschreibung habe ich auf jeden Fall euch auch einen Link reingepackt von unserem Onlineshop. Also, in dem Sinne, alles Gute, man sieht sich, bis demnächst, euer Mittmann Live, ciao.